Eines Tages wurde der Schäfer George Glenn auf seiner Weide in Irland gefunden, mit einem Spaten erschlagen. Ihr ahnt es, es geht um eine Geschichte, einen Roman. Glenkill heißt er, von Leonie Swann. Der Schäfer war tot und seine Schafe schworen sich, den Mörder zu finden und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Und gleichzeitig fingen sie an zu diskutieren, was denn eigentlich einen guten Schäfer ausmacht. Man einigte sich darauf, dass derjenige ein guter Schäfer sei, der niemals den Lämmern die Schwänze kopiert, keinen Schäferhund einstellt, der Futter in Hülle und Fülle verabreicht, vor allem Brot und Zucker, aber auch gesunde Sachen wie Kräuter, Kraftfutter und Rüben, denn sie waren ja alle vernünftige Schafe, und der sich ganz und gar in die Produkte seiner eigenen Herde kleidet, etwa mit einem Ganzkörperfell aus Schafswolle. Das würde dann sehr schön aussehen, beinahe so, als wäre er auch ein Schaf. Natürlich war allen Schafen klar, dass ein solch vollkommenes Wesen auf der ganzen Welt nicht zu finden wäre, aber ein schöner Gedanke war es trotzdem. Man seufzte ein bisschen und wollte dann wieder auseinandergehen, hochzufrieden damit, alle offenen Fragen beantwortet zu haben. Ein kleiner Auszug aus Glenkill. Neben der Frage, wer den Schäfer George ermordet hat, beschäftigt die Schafe eben auch die Frage danach, was einen guten Schäfer ausmacht. Und das ist eine zutiefst biblische Frage. Und Jesus hat sich auch damit beschäftigt. Ich bin der gute Hirte, sagte er. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling hingegen, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und dann kommt der Wolf, stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Und weiter sagt Jesus, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Soweit so gut. Das Wort Mietling verwendet man ja heute eigentlich nicht mehr. Es meint einen Knecht, einen Dienstboten, einen, der sich nicht wirklich mit seiner Aufgabe identifiziert, der Dinge hauptsächlich um des Geldes willen tut. Einer, der Dienst nach Vorschrift macht, aber keineswegs darüber hinaus. Ein Hirte hingegen, das ist jemand, der seine Leute kennt, der sich auf Situationen einstellen kann, der empathisch ist, der sich für sein Gegenüber wirklich interessiert. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und viele Menschen haben von diesem Hirten gelernt. Das Wort Hirte, was in der Bibel sehr oft vorkommt, das hat genau daher seinen besonderen Klang. Ohne dass wir viel darüber nachdenken müssen, erweckt es in uns ein Bild von besonderer Fürsorge, besonderem Einsatz, Verantwortungsbewusstsein, da zu sein im Moment ganz mit dem Gegenüber. Viele Menschen würden das, was sie tun, in andere Worte fassen, aber dennoch werden sie zu Hirtinnen und Hirten. Sie sorgen, helfen, unterstützen, hoffen, beten, sind für den anderen da. Denn genau das heißt Hirte sein, für den anderen da zu sein, auch wenn es mitunter bedeutet, sich selber hinten anzustellen. Jesus ruft eine Welt ins Leben, die das stärkt, was das Leben erhält und fördert. Es schützt. Weglaufen wie ein Mietling gilt da nicht. Und ich glaube, viele Menschen sind Hirten, gerade jetzt in diesen Zeiten. Lehrerinnen zum Beispiel, die sich besonders für ihre Schüler einsetzen. Altenpfleger, die nicht nur die Vitalfunktion im Blick haben, sondern auch die seelische Verfasstheit ihrer Patienten. Politiker, die in diesen Zeiten, wo keiner was Genaues weiß, versuchen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und den Gegenwind aushalten, die Diffamierung, die Beschimpfung. Und natürlich auch Eltern, die an der Gleichzeitigkeit von Homeoffice und Homeschooling verzweifeln und sich über Sätze ärgern müssen wie, jetzt verbringen Eltern endlich mal Zeit mit ihren Kindern, als ob man das sonst grundsätzlich nie täte. Hirten sind Profis in der Fürsorge. Sie sind mutig, sie stellen sich Herausforderungen, sie leben zwischen Extremen. Sie sind häufig erschöpft und mit sich selbst unzufrieden, weil sie es immer noch besser machen wollen. Hirten laufen nicht weg, wenn es eng wird. Und ich bin froh, dass wir gerade jetzt so viele Hirten haben und dass sie sichtbar werden, von ihrer Hirtenarbeit erzählen, auch darüber, wie schwer es manchmal ist und dass sie mitunter auch an ihre Grenzen kommen. Denn das unterscheidet uns Menschenhirten von dem Hirten Jesus, der von sich sagen kann, ich bin der wahre Hirte, der alles in sich vereinigt, vollkommen ist. So wie der Schäfer, den die Schafe sich vorstellen, dem Roman Glenkill, den sie als einen perfekten Schäfer ausmachen.